Ja, ich denke, Hamburg ist super gestartet, hat uns hinten reingedrückt und hat dann, denke ich, auch in der Anfangsphase verdient die Führung gemacht und mit 2 Toren. Und ja, wir haben es Marc gut rausanalysiert, dass Hamburg manchmal eine schlechte Rückraumsicherung hat bei eigenen Standards. Und ich denke, das haben wir dann super ausgespielt, Paco. Ja, na, Paco köpft den Ball raus und ja, dann jahrelang oder gesagt wurde, eingebläut worden, immer in die Mitte ziehen. Ich glaube, Leibold und Jamra haben sich sehr früh entschieden, nur Flo zuzumachen, der vorne war. Und Paco war im Vollsprint hinterher und da war Paco frei und habe ihn dann angespielt und hat ihn natürlich super zurückgelegt dann. Ja, ich denke, wir haben dann auch das nötige Quäntchen Glück gehabt nachher, dass wir nicht noch ein Tor kassieren, wo Hand den Pfosten schießt. Und natürlich, dass ein, zwei Entscheidungen, was der HSV getroffen hat, dass er da vor dem eigenen Tor dribbelt halt, war für uns dann halt auch super und dass wir die Dinge halt dann noch weggemacht haben. Ja, ich denke, wenn man aus dem 3-1 zurückkommt, dann zum 3-3, das fühlt sich sehr gut an wie ein Sieg, aber es ist halt leider trotzdem nur ein Punkt.